Ja, das sieht alles so Wikinger-like aus hier. Abholen. Was abholen? Texte? Ein Widderhorn, Askeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine Tote. Ein Widderhorn. Was? War ein bisschen komisch, der Text. Ein Widderhorn. Jetzt sollte man wissen, wofür ein Widderhorn steht in der nordischen Mythologie. Wär hilfreich. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so raus. Was das soll. Okay, hier ist nichts drin. Okay, wir haben hier noch eine Hütte. Nichts. Ein richtig süßes, altes, also uraltes Dorf. Und es sieht auch genauso aus, wie der Typ aussah. Also der Typ, ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber so anhand der Kleidung und so, die wir gesehen haben, der sah schon so aus, als würde er hier exakt reinpassen. Es ist natürlich nur die Frage, was macht jemand? Da ist eine Kerze an. Was steht hier? Alten Erik, Geschichten der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige Hurensohn hat zu Redgars Jungen mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen. Obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben, das arme Ding. Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore. Die verfluchten Tore öffnen sich nicht für unser Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Redgars Junge der Letzte war. Die Verderbnis dieses Mannes, sein Herz, wenn er denn eins hat, muss so verwest sein wie wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle, das ganze faulige Pack. Und verflucht sei der mordende Bastard Erik. Das hat sich nicht gut There angehört, was a das. folk tale in the town where I was born about a man called Old Eric. They said he would sneak into the village at night and steal away children who misbehaved. My parents used to tell me that I had to be good, or Old Eric would come and take me. At the time, it didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. But later, I wasn't so sure. Ja, genau, da bin ich mir nämlich auch nicht so sicher jetzt. Das würde ja alles ziemlich gut passen. Er ist am Steg spielen gegangen, was er nicht sollte, also war er nicht brav. Und ein Mann, der ziemlich oldschool gekleidet war und vielleicht noch Erik hieß, hat den Jungen mitgenommen. So, jetzt ist nur die Frage, wo können wir hin? Wo müssen wir hin? Guck mal hier, das große Haus. Da können wir noch rein. Ist das eine Kirche? Ja, ich war es nicht. Boah, diese Türsounds. Ich hasse Knarzen. Ich bin ja froh, dass es noch nicht Nacht ist. Aber die Geräusche sind schon sehr gut hier. Dieses Knarzen. Also atmosphärisch ist es ja auf jeden Fall. So, mal schauen, was wir hier drin finden können. Das scheint wohl so die Stadthalle zu sein oder sowas. Da saßen sie immer zusammen und haben gesoffen und gesungen. Und was auch immer sonst noch so. Ich renne mal ein bisschen.
Oh, wieder eine Kerze. Eine Kerze, aber nichts, was wir anschauen können. Können wir... Ne, können wir nicht. Ich habe gerade mal geguckt, ob wir die Taschenlampe schon anmachen können. Wäre zwar ein bisschen blödsinnig, aber egal. Man muss ja probieren, ne? So. Jetzt, wo gibt es hier noch was, was wir uns anschauen können? Irgendein Hinweis, vielleicht ein weiterer. Oder ist das nur der Durchgang für uns, wo wir weiter müssen? Es hört sich teilweise so an, als wären Schritte hinter mir. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Die Musik ist nicht so wirklich meins. Was ist das da vorne? This is Espen's. He must have dropped it. I'm coming, Espen. Okay. Ein Schneemann. Ach so. Einer von seinen Reflektoren. Espen loved his reflectors. He collected them from magazines and cereal boxes. And I bought him a couple from the gas station by our house. He'd hang them from the curtain pole at the cabin and wave his flashlight over them at night to watch them shine. I could hardly believe any of this was happening. But what I did know was that the reflector I found was his. What I couldn't know at the time was that he'd left me more. A trail. And as long as I stumbled across these reflectors now and then, that Espen was still alive. Okay, er hat uns also eine Spur aus Reflektoren hinterlassen, weil er wusste, seine Mutter würde ihn damit mit Sicherheit finden. Wir folgen weiter dem Pfad. Das heißt... Ja, ich bin mal gespannt, worauf das hier hinausläuft. Ich weiß nicht. Ich habe ja zum Beispiel The Park auch gespielt. Da war es ja so, dass der Sohn. Also da war. Ist ja auch ähnlich gewesen. Jetzt nichts mit Nordisch oder so, aber. Da war der Sohn ja völlig Banane, also völlig. Einfach nicht mehr ansprechbar. Aber hier scheint er ja irgendwie doch noch. Und es wird dunkler, habe ich das Gefühl. Es wird dunkler. Aber hier scheint der Sohn ja noch irgendwie bei Sinnen zu sein und uns eine Spur zu legen, dass wir ihn finden können. Ich laufe gern langsamer hier. Oh, guck mal. Ist das schon der Mond? Scheint ziemlich hell irgendwie. Sieht ein bisschen komisch aus von der untergehenden Sonne. Oh. Mirkstad. Was ist Mirkstad? Aber war das Symbol nicht vorher schon gesehen? Espen! Oh Gott, das can't be far mich ahead. Halt. Plötzlich aus dem Licht fängt sie wieder an zu schreien. They can't be far ahead, sagt sie. Oh, was ist das da vorne? Seht ihr das? Ganz da hinten. Da, so jetzt mittig hinter den Bäumen, zwischen den Bäumen durch. Was ist das? Boah, ist das eine Höhle oder was?
Oh no, please not. Das Wetter schlägt um. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, ich darf meine Taschenlampe immer noch nicht verwenden. Spitzenmäßig. Shit. Old bastard must have pulled the bridge across. Too far to jump. I'll have to go down. Okay. Jetzt nennt sie ihn auch schon der alte Bastard. Ich glaube, mittlerweile geht sie ziemlich stark davon aus, dass er es ist. Der aus den alten Geschichten. Wo man ja meistens nicht vermuten würde, dass sie wahr sein könnten, ne? Wieder alte nordische Schriftzeichen, aber natürlich können wir die nicht lesen. Okay, hier gibt's sonst nichts. Und da oben flackert wieder ein Licht. Wieder eine Kerze? Ich glaube ja. Moment. So. Oh, that's Espen's flashlight. Okay. Die Taschenlampe. Der hatte die also dabei. Und die Jacke, no. Das ist. Espen, shit. Please don't hurt him. Please. Don't you hurt him. I'm coming, Espen. I'm coming. Mhm. Die Verzweiflung macht sich breit. Aber eine Mutter gibt so schnell nicht auf. Da komm schon, lieber Ladebalken. Da trinke ich schnell mal einen Schluck. I'm sorry. Okay. Es ist immer noch nicht dunkel. Wir sind aber raus. Und wir haben die Taschenlampe. Ich mach sie mal aus. Ich glaube, noch brauchen wir sie nicht. Espen must be cold without his jacket. Das glaube ich auch. When I saw Espen's jacket there on the ground, I felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. His coat, his little coat, lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me, and I let him down, as I had so many times before. See, his jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him and I would bring him back. I just hoped that was a promise I could keep. Okay, sie macht sich ziemlich starke Vorwürfe. Habt ihr die Viecher da vorne gerade... Habt ihr die da gerade langspringen sehen? War ich der Einzige, der das gesehen hat? Das war... Das habt ihr auch gesehen, hoffe ich, oder? Ich werde nicht bescheuert. Was war das? Das sah aus wie affenähnliche Viecher, Goblins. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Affen und Goblins im Zusammenhang miteinander stehen, aber die haben sich so affenartig bewegt.
Ich bin mal gespannt, ob die sich nochmal zeigen hier. Na, ich lass mal lieber an. Mittlerweile ist doch recht dunkel hier. Okay, jetzt sind wir an irgendeinem See. Ein umgedrehtes Boot, aber das wird wohl nichts heißen. Und es wird spürbar dunkler. Hier ist wieder so eine. So ein Dingen. So ein Schrein oder sowas. Dachte ich es mir doch. Turswick. Okay. Jetzt habe ich vergessen, wie das erste hieß, aber ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Okay, jetzt wird es richtig dunkel. Oh no. Oh, da oben links. Da war gerade was. Oder war das der Baum? Ach du Scheiße. Oh, verfluchte Rotze. Oh Mann. What happened? What happened? What's happening? I mean. Oh, diese Geräuschkulisse. Ich habe ein bisschen den Pfad verloren. Oh. Da oben ist ein Licht. Oh, und hier ist ein Lagerfeuer. Ne, das sieht nicht mehr nach einem Lagerfeuer aus. Das sieht nach einem bisschen größeren Feuer aus. Was ist hier los? Was ist das? Waren das die Viecher, die weggerannt sind von mir? Was zum Kuckuck? Was zum Kuckuck ist hier los? Wer haust hier in dieser Höhle?